Guten Tag. News aus Duisburg. Ich bin im Pott. Käffchen hat abgenommen. Meine Katze Peppi kotzt keine Rosen mehr und hat auch keine Dornen mehr im Fell. Zeit gefährdet auch dein Leben. Okay. Meine S-Bahn war pünktlich. Aber Tonks S-Bahn war nicht pünktlich. Warum gibt's in der S-Bahn nichts zu essen? Am nächsten Wochenende findet in Duisburg ein Inline-Marathon statt, zu dem ihr alle herzlich eingeladen seid. Tonks und ich gehen nächste Woche zum Schandmaul-Konzert im Landschaftspark, wo auch Hitler Scream spielen werden. Die sind mehlig. Das waren die News. Kommen wir nun zu den Fragen für alles nächsten Vlog. Wo sind die Aktionskarten? Wie heißt die Hauptstadt von Assyrien? Und was ist Assyrien überhaupt? Beziehungsweise, wo liegt das? Und wie buchstabiert man Assyrien überhaupt? Wieso sind die Toffifees schon wieder leer? Wie geht die Zweitstimme vom Refrain von Good Riddance von Green Day? Wo ist der Aschenbecher? Wir werden unsere politische Thesen nochmal überdenken. Wir sind jetzt die Ritter des Nie. Warum gibt es eigentlich keine Werbung für Topstar Cola? Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Warum ist in Wittenstockholm eine Haltestelle, die Wittenbahnhof heißt, obwohl in der Nähe überhaupt kein Bahnhof und auch keine Züge sind? Kann man die letzte Frage auch bei Wikipedia nachschauen? Warum ist Verena der Autoschlüssel im Zinsschloss abgebrochen? Und wer ist überhaupt Verena? Und nun zu etwas völlig anderem. Die Lerche. Die Lerche. Dürfen wir Dennis jetzt, da er nicht mehr Harry ist, eigentlich Samson nennen? Wie heißen diese Dinger überhaupt? War's das jetzt? Das war's mit den Fragen. Weiter geht's mit Oliver Wood und dem Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Topstars Kohle. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim Wetter. Wie man auf dieser wunderschönen Wetterkarte sieht, in Duisburg und in Nordrhein-Westfalen scheint die Sonne. Anderswo in Deutschland nicht. In Norddeutschland schneit es. Nicht gut. In Ostdeutschland heißt ja auch Dunkeldeutschland ist Nebel. Sieht man nicht so viel? Auch nicht gut. In Bayern regnet es sowieso schon mal das Allerschlimmste. Kommt also, liebe Leute, nach Duisburg. Da ist die Laune gut. Erkennbar an dem Hanfblatt. Auf Wiedersehen. Das ist eine Palme.